schwindelig. Dann guck doch woanders hin. Da wird mir auch schwindelig. Ich würde nicht so viel trinken an deiner Stelle. Komm, ey, gestern Abend war ich noch voll da. Du bist voll gegen die Schrankwand geknallt. Komm, Schatz, dachte ich auch. Ein bisschen Bewegung täte dir auch ganz gut. Körperlich bin ich total fit. Ich brauche mir so ein Mist nicht reintun. Wenn du meinst. Komm jetzt. Hör auf mit dem Scheiß. Hättest du dich gestern Nacht mehr bewegt, wolltest du jetzt nicht rumtun. Das musst du gerade sagen. Wieso, wie meinst du das? Habe ich mich nicht genug bewegt? Ach, was? Mann, ey. Das Wasser kocht. Schieß mir auf den Zeiger. Habt ihr Haferflocken? Habt ihr Haferflocken? Null Ahnung, muss mal gucken. Wolltest du Müsli essen? Sag bloß, du bist eine Körnerfresserin. Nieder mit dem Müsli! Immer noch besser als deine Pommes mit Mayo. Oh, lecker. Ich hab total Bock drauf. Hier, kannst du mal den Tisch decken? Mann, ey, ich denk, du machst das. Stell dich nicht so an. Kannst ruhig mal mit anfassen. Echt? Du bist genau wie meine Mutter. Ich sag auch mal zu Vater. Mann, stell dich nicht so an. Kannst ruhig mal mit antworten. Und jetzt stellt er sich so düsig an, bis sie sagt, da kannst du nicht mit ankicken, Romo, wie sie, die guckt das all. Und dann ist sie sauer, dass ihr keiner hilft. Echt, wie meine Mutter. Also eins kannst du mal merken, ich bin nicht deine Mutter. Oh, schade. Mama. Hör auf. Mami. Hör auf, du Spinner. Mami, nein, gib mir ein kleines Küsschen. Stell dir vor, meine Alten würden jetzt reinkommen. Mann, ey, die totale Härte. Wann wollen wir denn wiederkommen? Heute Abend irgendwann. Wir haben also noch jede Menge Zeit. Da können wir ja nach dem Frühstück noch schön spazieren gehen. Ich dachte, wir gehen gleich noch mal. Ich würde aber lieber spazieren gehen. Was ist? Hast du keine Lust? Ja, schon, aber... Was aber? Oh, ich find's ganz schön beschissen. Immer die heimliche Tour rein, dann im Bett von deinen Eltern. Ja, ich hab gedacht, da haben wir mehr Platz als in meinem CD-Innenkabinen-Hochbett. Denk mal dran, wir müssen unbedingt noch das Bettzeug in Ordnung machen. Ja, im nächsten Lehrjahr, dann nehmen wir sowieso eine eigene Bude. Außerdem... Wieso denn immer ein Bett von meinen Eltern? War das erste Mal? Wieso? Ja, war das erste Mal oder nicht? Kannst du nicht mal den Kasten da ausmachen? Sag mal. Was ist denn, Schatz? Nimmst du eigentlich. Also, ich meine, wegen Passieren und so. Das fällt dir ja ganz schön früh ein. Naja, als Mann hat man ja schließlich eine gewisse Verantwortung. Was gibt's denn da zu lachen? Du bist süß. Komm, wir verarschen kann ich mich selber. Ich nehme die Pille. Mann, ey. Der Kaffee müsste längst fertig sein. Da können wir ja endlich frühstücken. Es gibt viel zu tun. Fang schon mal an. Macho. Was ist? Nix. Salz hast du vergessen. Ja, ist ja schon gut. Es hat geklingelt. Was? Mist, ey, wer kann das jetzt sein? Na, deine Eltern, wer sonst? Die klingeln doch nicht, die haben einen Schlüssel. Vielleicht haben sie einen Schlüssel verloren. Sag mal still. Könnte doch sein. Sag mal still. Ich mach doch schon auf, auch wenn du die Klingel nicht umgestellt hast. Ich höre doch, dass du da bist. Verfluchte Hacke. Egbertas watching us. Wer beobachtet uns? Die Mörderschurke Nachbarin, los, bist weg hier! Was ist los? Ja, Moment! Los, versteck die! Ich bin hier! Komm schon! Moin, mein Junge, mein Gott, was machst du denn so lange? Morgen, Frau Müller, ich hab dich mal. Du bist ja noch gar nicht angezogen. Na, macht nichts. Als mein Dittmann noch zu Hause war, hat er sonntags auch immer bis mittags im Bett gelegen. Du bist ja ganz blass. Ist gestern wohl ziemlich spät geworden, wa? Naja, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Wie kommst du denn so zurecht, so ganz allein? Och, meine Eltern kommen ja heute Abend schon wieder. Sind wohl zu deiner Schwester nach Rhein weggefahren, ne? Tja. Schande wird. Gestern Knochen trocken, heute pitschnass. Deine Mutter hat wirklich keinen grünen Daumen. Ja, ich habe das gestern ganz zufällig vom Küchenfenster aus gesehen, dass sie ins Auto eingestiegen sind. Bei deiner Schwester und der Mann ist wohl nicht alles auf der Reihe, ne? Die sind mit ihrer Baufinanzierung wohl böse in der Klemme. Weiß ich nichts von.
Doch, deine Mutter hat mal sowas fallen lassen. Aha. Ja, die jungen Leute heutzutage wollen auch alles auf einmal. Auto, Fernseher, Geschirrspüler, Kinder und nun dann noch ein eigenes Haus. Kann ja nicht gut gehen. Sag mal, dein Schwager verdient wohl ganz gut, was? Keine Ahnung. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne eure Familie besser als ihr selbst. Ja, das glaube ich auch. Und der Hose wird doch ganz knüppelig. Bist du am Frühstücken? Ja. Ach, und dann gleich zwei Eier? Ja, ich esse tierisch gern Eier. Ja, dann will ich mal. Ja, denn? Da habe ich doch bei der ganzen Sammelei das Wichtigste vergessen. Ich wollte mir von deiner Mutter einen Frühwürfel ausleihen. Mein Dittmar kommt nachher zum Essen. Und ohne Soße ist doch der beste Braten nichts wert. Und mein Dittmar isst so gern Soße. Ans Fleisch geht er ja meist nicht ran. Aber die Soße. Der Brühwürfel. Morgen. Guten Morgen. Jens, Jens, du machst vielleicht Sachen, wenn das deine Mutter wüsste. Kriegt sie einen Schlaganfall. Aber Jens, sowas sagt man doch nicht. Willst du sich bekannt machen? Ja, Stefanie... Heidkamp. Bertha Möller. Angenehm. Heidkamp, Heidkamp. Du bist aber nicht hier aus unserer Straße, ne? Nee, wir wohnen in Blankenese. Wollte ich doch meinen, anders hätte ich den Namen doch mal gehört. Aus Blankenese? Aha, so, in Möller, angenehm. Tja, 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 nun bin ich aber platt. Unser kleiner Jens hat eine Freundin. Aus Kinder werden Leute. Ich sehe ihn immer noch vor mir in seinen kurzen Hosen. Immer hat er in der Sandkiste gespielt und immer hat er Schnotter an der Nase. Und dann weißt du noch, dass du immer einen Jack vorgekriegt hast. Von so einem langen Dünnen. Wie hat er noch geheißen? Wichmann. Wichmann, richtig. Der hatte Nummer 17 gewohnt. Was macht uns eigentlich ihr Braten? Um Himmels Willen, mein Dittmar kommt um eins und mein Braten verbrennt. Dass ihr beiden mir keine Dummheiten macht. Verfluchte Kacke! Und ihren Brühwürfel hat er auch noch vergessen. Wart mal, ich laufe da hinterher, sonst komme ich gleich nochmal wieder. Mann, bist du naiv? Wieso? Na? Ach so. Oh, ich kann's ihn warnen! Komm, reg dich ab. Die Eier sind bestimmt schon kalt. Mist, Mist, Mist! Mensch, jetzt lasst ihr doch ihren Spaß. Ach, du kennst die doch nicht. Das ist das Lauffeuer in Person. In 5 Minuten weiß uns die ganze Straße. Und in 10 Minuten ganz Hamburg. Was soll's? Lebst du im Mittelalter? Nee, aber wo meinen Eltern? Na und? Mensch, meine Mutter, die macht doch den Wahnsinnsterror. Die rastet doch total aus. Die rastet auch wieder ein. Jetzt kommt Frühstücken. Salz fehlt. Weißt du was? Ich geh mich jetzt waschen und anziehen und dann hau ich ab. Das habe ich mal gelesen. Jens! Jens! Sag mal, Mama! Du kannst dann aber auch erschrecken. Du, wir sind wieder da. Ja. Was heißt hier? Ja. Hast du gut aufs Haus aufgepasst? Ja. Wo ist Papa? Er holt noch die Koffer aus dem Auto. Dein Vater ist wieder durch die Gegend gerast wie unklug. Wenn ich ihm bei Bilstedt nicht ins Lenkrad gegriffen hätte, hätte er nicht mal eine Pinkelpause gemacht. Martha, kannst du mir mal sagen, warum wir für ein Wochenende 2 Koffer und eine Tasche brauchen? Und wenn wir anderes Wetter gekriegt hätten, hätten wir da gestanden und nichts zum Anziehen dabei gehabt. Oh, pass auf die Tasche auf. Oh, da ist die Thermosflasche drin. Nun kann ich den ganzen Kram wieder auspacken. Das knittert doch alles so im Koffer. Du bring mal gleich in die Schlafstube. Ich mach das schon. Martha, der Junge ist krank. Seit wann machst du denn was freiwillig? Du legst die Koffer aber nicht aufs Bett. Da ist das gleich wieder durcheinander. Ach, warte. Du, ich will noch eben die Pampuschen aus dem Koffer nehmen, ne? Ja, in den neuen Stiefeln, da tun mir die Füße so weh. Was kaufst du dir denn aus so einem Knobelbecher, wenn du da nicht drin laufen kannst? Das heißt hier nicht in laufen kannst. Die Hauptsache ist, man geht mit der Mode. Jetzt heb mal die Koffer an. Welcher ist schwerer? Ich glaube, dieser. Ja, dann sind da die Wintersachen drin. Du gib den anderen her. Wintersachen? Du hast Wintersachen mitgenommen? Oh, sei still, du mit deiner empfindlichen Blase. Hier, deine Pampuschen. Du, Jens, pack mal schon die Tasche auf. Thermosbrot und Butterbrot. Nun gibt das erstmal Brunch. Was gibt's? Brunch. Das ist früher
Frühstück und Mittag in Einzel. Ja, sonntags macht man das nun immer so. Ja. So. Hab ich erst vor kurzem in der Illustrierten gelesen. Soll das heißen, dass es heute kein Mittag gibt? Oh, nun quäl's nicht rum. In der Illustrierten stand, dass die Stars egal weg brunchen. Ja, dann können wir das doch auch wohl einmal. Brunch, brunch, brunch. Früher hat man dazu Hasenbrot gesagt. Ich hab auch gar nichts eingekauft. Willst du den nicht anziehen? Ich hab mich noch nicht gewaschen. Dann ab mit dir ins Bad. Geh nicht, belegt. Was faselst du da? Belegt. Belegt Butterbrot hätte ich gern. Mit Leberwurst belegt. Nee, komm nicht in Tüte. Das Leberwurstbrot ist für Papa. Polsche Wirtschaft ist das. Um 12:30 hier noch halbnackt rumzulaufen. Oh, nee, nun guckt euch das an. Mein Kaminrock ist im Koffer ganz kraus geworden. Martha, was wolltest du denn bei Bettina mit dem Kaminrock? Haben unsere Kinder in ihrem Bungalow einen Kamin oder nicht? Martha, das Haus ist erst im Rohbau. Wenn's gut geht, ist es im Jahr fertig. Nie. Das wird nie fertig. Weil dein Herr Schwiegersohn, der stellvertretende Sparkassen, leider seine Rechnung nicht bezahlen kann. In seinem Rohbau, da können nur die Pennenbrüder Grillparty feiern am Kamin. Zustände sind das. Und bei uns gibt es sonntags Hasenbrot zum Mittag. Wir hätten wenigstens bis zum Mittagessen bleiben können. Bettina hatte noch extra Rouladen gemacht. Ich denke, du machst keine Rouladen. Dein Schwiegersohn. Unser. Der kommt nach dir. Dein Schwiegersohn hat mich beleidigt. Keinen Augenblick länger bleibe ich mit dem unter einem Dach. Och, du hast doch angefangen zu stänkern. Soll ich mir denn alles von ihm gefallen lassen? Der Junge wollte sich doch bloß ein bisschen Geld leihen. Hast du gesehen, wie seine Augen geglitzert haben, du? So schipperig ist der auf Geld. Wir haben doch gar keine 50.000 Mark. Du, ist er noch ein Leberwurstbrot? Wir haben keine 50.000 Mark. Eben. Ja, aber... Oh, Alfred, ich wollte doch bloß mal sehen, wie der sich ärgert, wenn ich ihm die 50.000 Mark nicht gebe. Aber die haben wir doch gar nicht. Nee, und wenn ich sie hätte, der sieht da keinen Pfennig von, du. Der muss ja schon warten, bis ich abkratze. Du kannst ihm doch nicht 50.000 Mark vermachen, die du gar nicht hast. Ja, das tue ich ja auch nicht. Bevor der das kriegt, gebe ich das lieber ans Tierheim. Ersticken sollte ich da an, hat er gesagt. Zu seiner eigenen Schwiegermutter, du. Was musst du dir mal vorstellen? Oh, ich kriege schon wieder mein Herz flattern. Oh, das könnte dem so passen, du. Dass ich an meinem eigenen Geld erstick, wo ich das gar nicht hab, ne? Oh, Mensch, wo ist mein Frauenglück? Was ist mit 50.000 Mark? Ach, Quatsch, deine Mutter spinnt mal wieder. 30, 70, 3, 2, 3. Bitte, habe ich ja gesagt, sie spinnt. Das ist meine Kontonummer, mein Schnuckiputzi. Du kannst ja mal bei der Sparkasse nachfragen. Martha, woher hast du 50.000 Mark? Oh, immer so ein bisschen was an die Seite gelegt. Hier nimm mal 50, da ein paar Groschen. Und immer Rabattmarken geklebt von der Drogerie. Ich will's Tante P. wissen, wie viel Geld ich hab. Oh, Alfred, mein Schnuckiputzi. Noch eine Tasse Kaffee? Danke. Wieder kein Salz auf dem Tisch. Ach, ich hol dir das. Ich mach das schon. Du Jens! Ja, Mama? Warum hast du dir zwei Eier zum Frühstück gemacht? Ja. Ja, warum? Ja, ich esse tierisch gern zwei Eier. Ha, ha, ha. So, und Kaffee trinkst du wohl auch tierisch gern? Ja. Aus zwei Tassen. Stereo. Du Jens? Ja, Mama? Mit wem hast du hier gefrühstückt? Mit niemand. Ja, aber der Frühstückstisch ist für zwei Leute gedeckt. Gott, Alfred, nun überschlag dich mal nicht. Das sagte ich doch schon seit einer halben Stunde. Na, mit wem? Ja, also das war so. Ich habe hier gesessen und gefrühstückt. Ja. Allein. Ja. Ja, und da? Na? Da hat es geklingelt. Ach, ja? Ja. Ja, und da? Ja. Da kam die Möllerchen. Was? Du hast hier mit der Möllerchen gefrühstückt? Nee, doch. Ja, genau. Also, das sieht mir mal wieder ähnlich. Knapp ist man eben aus dem Haus, schleicht die Person sich herein und verführt einem die Kinder. Martha! Zum Frühstücken! Das langt doch wohl fürs Erste. Wie lange geht denn das schon mit euch beiden? Alfred! Sie wollen sich doch bloß einen Brühwürfel ausleihen. Wo ist denn das Deo? Wie Deo oder was denn? Scheiße! Schlapphoff!
also deinen Brühwürfel. Ja. Könntest du dem Flittchen nochmal sagen, sie soll meinen Morgenrock ausziehen? Aber ein bisschen Dalli. Das ist Stefanie Heidkamp. Das sind meine Eltern. Und wenn sie Königin Silvia wäre, sie soll meinen Morgenrock ausziehen. Martha, sie ist darunter barfuß bis zum Hals. Das ist mein Morgenrock. Du böck doch das Kind nicht so an. Das Kind? Wahrscheinlich haben die ganze Nacht in der Sandkiste gespielt. Naja, sowas in der Art nehme ich an. Alfred, du findest das alles wohl in Ordnung. Naja, also, mein Junge, das wird ein Nachtspiel haben. Alfred! Jens, ich zieh mich besser an. In unsere Schlafstube gehen sie. Du musst dich nicht so aufregen, Martha. Ja, aber was soll denn noch alles passieren? Ja, womöglich bist du ja zufrieden, wenn da ein ganzes Mädchenpensionat in unserem Betten liegt. Und du musst die beiden auch noch in Schutz nehmen. Aber das sag ich dir, du, das hat er von dir. Das ist deine Erziehung, meine nicht. Was soll denn das nun wieder? Du hast ihm doch immer alles vorne und hinten reingesteckt. Das hast du nur davon. Gar nichts habe ich davon. Sei doch froh, dass unser Junge so ein nettes Mädchen gefunden hat. Wo du wieder hingeguckt hast. Ich hab nur meinen Morgenrock gesehen. Martha, nun häng dich doch nicht wieder an die Puddel da. Das ist doch bestimmt nicht mehr normal. Vitaminen, Lecithin, Aufbaustoffe. Du, das brauch ich nun. Oh, Alfred, mir ist ganz klöderig. Na nun komm, Martha, ist doch alles halb so wild. Ich seh ihn noch vor mir in seinem Kinderbett. Das blau gefärbte. Zwei Trallen waren schon rausgebrochen. Das halbe Leben hat man an seinem Bett gesessen. Fencheltee gekocht, Umschläge gemacht. Seine Hand gehalten, wenn es ihm schlecht ging. Und dann kommt man eines Tages nach Hause und... Nee, Alfred, dass der Junge uns das antun macht, du, das ist ja direkt im Mangel... Vertrauensbruch ist das. Jawohl. Snack, Kind und Tüch, der Junge ist nun mal in dem Alter. Aber ich, Alfred, ich bin noch nicht in dem Alter. Das musst du auch mal bedenken. Tja, wo bleib ich denn? Das ist doch wie ein Sprung ins kalte Wasser. Kommst nach Haus, siehst deinen eigenen Morgenrock vor dir stehen und weißt, nun bist du über. Ich will aber noch nicht, Alfred, verstehst du? Nur hör mir mal zu, Mama. Sei doch froh, dass wir endlich so weit sind. So, warum hast du dir eigentlich Kinder angeschafft? Kannst das ja gar nicht abwarten, dass du wieder los bist. Das ist doch dummes Zeug. Wer hat denn den ganzen Schlamassel mit den Kindern an den Hals gehabt? Du vielleicht? Du machst dir einen schönen Tag, gehst auf Arbeit. Martha, was ich dir schon lange mal sagen wollte... Aber ich, Alfred, was hab ich sonst denn noch? Nix. Immer bloß laufen, immer bloß kümmern. Das bin ich. Und das wollt ihr mir nur auch noch wegnehmen. Bitte, mach doch. Mann, immer zu. Ich bring mal den Steffi weg. Augenblick mal, du Schlingel. Wir haben ja wohl erst mal noch ein Wort miteinander zu schnacken. Hier, Frau Schlapphoff, Ihr Morgenrock. Danke. Entschuldigung. Oh. Komm, Steffi. Du bleibst hier. Mann, ey, was soll das denn jetzt? Ich bin immer noch dein Vater, merkt ihr das? Also... Was ist denn nun? Sag mal, was hast du dir da eigentlich bei gedacht? Gott, Alfred, frag doch nicht so dösig. Was soll er sich da schon mal gedacht haben? Als wenn ihr Männer euch da was bei denkt. Hast du dir da damals was bei gedacht? Was denkst du dir eigentlich? Genau! Du hast Sendepause. Also, mein Fräulein, was haben Sie sich da eigentlich bei gedacht? Bei. Schon wissen Sie eigentlich, wie alt er ist? Nee, warum? 17. 17,5. Deswegen. 17, mein Fräulein, minderjährig. Mama! Also, ich an ihrer Stelle, ich würde mich erschämen. Angelt sich so ein Lüttenjung. Knapp, dass die Mutter aus dem Haus ist, da wird aufs Kreuz gelegt. Mama! Also, Frau Schlapphoff! Nun weiß ja nicht. Ja, ja, Alfred. Wie lange geht das denn schon mit euch beiden? Seit gestern.
Was? Ja, also das war so. Ich war in der Disco und Steffi war in der Disco und da... Da hast du sie gleich am ersten Abend mit nach Haus genommen? Ja. Mein lieber Kogoschinski. Kannst mal sehen. Mein Chum. Das hätte ich mir mal erlauben sollen damals. Tja. Gleich am ersten Abend? Mein Gott, einmal muss man ja anfangen. Die Typen in der Berufsschule, die haben alle längst. Sogar der dicke Söldmann. Und Hagemann schon mit 11. Donnerwetter. Oh, mit 11. Wie geht der dann ja ganz übel. Aber das sag ich euch, da ist bloß das schädelige Kalbfleisch an Schuld mit den ganzen Hormonen. Ja. Da müssen die Kinder doch rabbelig bei werden. Ich will da nicht länger stören, ich muss nach Hause. Nee, nee, Moment mal, wir sind ja noch nicht fertig. Was sagen eigentlich Ihre Eltern dazu? Ach, die sind Kummer gewöhnt. Hey, Moment mal, ich denke, du bist das erste Mal. Also das scheinen ja böse Zustände zu sein. Ach, die Tochter treibt sich nachts rum und die Eltern haben keine Ahnung. Wie heißen Sie denn überhaupt? Bei dem ganzen Durcheinander habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ach, heißt der Mann oder so, ne? Heidkamp. Heidkamp? Heidkamp? Wohnen Sie in Blankenese? Ja. Ist Ihr Vater zufällig beim Arbeitsamt? Woher wissen Sie denn das? Oh, gut. Alfred, sag bloß, du kennst die Leute. Nee, Martha, habe ich geraten. Zufällig richtig. Blinde Hahn findet auch mal einen Korn. Eben. So, beim Arbeitsamt ist Ihr Vater. So ein kleiner Sachbearbeiter, ne? Nee, Abteilungsleiter. Alfred, nur halt du dich doch noch raus. Das ist kein Kreuzworträtsel, das ist ein Kreuzverhör. Also bitte. Stimmt aber. Mein Vater ist Abteilungsleiter. Alfred. Ja, Mama. Hast du mir was zu sagen? Wieso, Schatzi? Woher weißt du, dass Ihr Vater, dieser Herr Dingsbums, da Abteilungsleiter ist? Doppelkorn. Was? Ein blinder Hahn findet auch mal ein Doppelkorn. Also hier stimmt doch was nicht. Ich soll hier wohl über einen Löffel barbiert werden. Ihr steckt alle miteinander unter einer Decke. Und du hast das die ganze Zeit gewusst. Also guck mal, Martha. Wenn dieser Herr Heidkamp, also Ihr Vater, wenn der beim Arbeitsamt ist und wenn der in Blankenese wohnt, ja, dann muss er ja zumindest Abteilungsleiter sein. Ja. Da wohnen doch keine kleinen Sachbearbeiter. Stimmt's? Oder stimmt's nicht, Freund Steffi? Hat geklingelt. Gott sei Dank. Jens, steh nicht so dumm rum, mach auf. Stell dir vor, mein Junge, mein Dittmar hat angerufen und abgesagt. Ist ihm wohl wieder was dazwischen gekommen. Und nun wollte ich den Brühwürfel gleich wieder zurückbringen. Für mich allein mache ich ja keine Soße. Komm doch rein, liebe Bertha. Du, wir sind gerade am Brunchen. Was macht ihr? Brunchen. Hast du das denn nicht in der Illustrierten gelesen? Du holst sie dir doch immer bei uns. Mein Gott, man kann doch anders vergessen beim Einkaufen. Ja, Zettel machen. Kannst doch aushelfen unter Nachbarn. Hast du schon mal was von Nachbarschaftshilfe gehört? Nee, du, sowas brauchen wir ja nicht, ne? Hast du schon mal was von intakter Familie gehört? Na, schon wieder zurück aus Rheinbeck. Ihr wolltet doch erst heute Abend wiederkommen. Ach, waren wir überhaupt weg? Habt ihr euer Auto gesehen vom Küchenfenster aus? Abfahrt 9.43 Uhr. Zwei Koffer, eine Tasche. Liebste Bertha! Ach, und Besuch habt ihr auch? Ja, das ist... Stefanie. So, Stefanie. Ja. Ich bin Frau Möller, die Nachbarin. Tag, mein Fräulein. Tag. Mhm. Tja, da habt ihr also ganz unerwartet Besuch bekommen. Ja, ganz überraschend, du. So, Verwandtschaft? Ja, weit läuft dich so um sechs Ecken von drüben. Von wo? Aus der Zone. Ja. Stefanie ist meine Großnichte aus der Ostzone. Martha, nun mach aber mal einen Punkt. Wieso denn, Alfred? Stefanie ist auf Besuch aus der Ostzone. Ja, dann will ich auch nicht länger stören. Ich wollte bloß den Brühwürfel wieder zurückbringen. Den haben Sie doch hier gelassen. Sie wollten doch nur hinter uns her spionieren. Ach, ihr kennt euch. Sicher, Martha. Ich weiß schon lange, dass euer Jens eine kleine Freundin hat. Tut mir leid, mein Junge. Ich hätte dicht gehalten.
Tja, Martha, schade um die schöne Geschichte von der Ostzone. Aber Bertha Möller weiß alles. Und 5 Minuten die ganze Straße. Ja, da will ich mal los, ne? Ihr habt sicher noch viel zu beschnacken. Mach dir keine Umstände, Martha, ich finde schon raus. Ach, was ich noch sagen wollte, man sagt nicht mehr Ostzone, das heißt nun DDR. Bertha! Bertha! Bertha, du, warte mal. Bertha, du musst schon entschuldigen, dass ich eben so ein bisschen geflogen habe, von wegen der DDR, ne? Aber guck mal, das war eigentlich so, wir wollten das noch nicht an die große Glocke hängen, ne? Jens, guck mal nach, im Kühlschrank muss noch eine Flasche Sekt sein, zur Feier des Tages. Du, Mama, die haben Steffi und ich gestern Abend... Alles klar, mein Jung, alles klar. Also, Bertha, du sollst das als Erste zu wissen kriegen. Denn du weißt ja, wir haben keine Geheimnisse voneinander, nicht? Du machst es doch nicht so spannend, Martha. Also, mein lieber Jens und meine liebe Stephanie, die sind seit gestern Abend verlobt. Mama! Mama! Mama, wie das? Martha, bist du denn total über den Schnaps? Was soll das denn jetzt? Da hab ich doch auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, ich weiß, wir wollten das eigentlich noch geheim halten. Ne? Aber wieso denn? Das kann doch jeder ein wissen. Das ist doch keine Schande. Und ich bin sicher, in 5 Minuten weiß das auch jeder, nicht, Bertha? Du, und kommt denn Sonnabend, ist denn die Verlobungsfeier, nicht? Allerdings nur im engsten Familienkreis. Tja, dann gratuliere ich auch schön, Martha, mein Engel. Danke, Herr Schlappkopf, die Jungverlobten. Guck mal, Martha, Sie können Ihr Glück noch gar nicht fassen. Stehen da wie die Ölgötzen. Los, Kinder, was ist denn? Jens geht jungsäugen. Steh doch nicht so rum. Ja, nun will ich aber wirklich, will die kleine Feier auch nicht länger stören. Mein Gott, das geht bei euch aber auch rucki-zucki. Eintreffen, Jens und unbekanntes Fräulein, Samstag, 23.56 Uhr, letzte U-Bahn. Erster Besuch und Entdeckung unbekannten Fräuleins, Sonntag, 12.17 Uhr. Ankunft Eheleute, 12.38 Uhr. 12.48 Uhr, zweiter Besuch. 12.51 Uhr, Ostzone. 12.53 Uhr, Verlobung. Wunderbar! Frauenglück. Augenblick mal eben, ne? So. Ja, aber... Oh, der ganze Aufschnitt ist ja weg. Ja, was soll ich da denn mit? Nee, ach doch. Und der ganze Knoblauch. Oh, das sind ja gar nicht meine Plastiktüten. Nein. Olivenöl. Nun haben wir den Salat. Das ist ja alles verkehrt. Ich meine, ich bringe ja immer mal was mit, was ich eigentlich gar nicht holen wollte. Aber das hier, das sind sicher die Tüten von der großen Türkenfamilie. Also da will ich doch mal sehen. Was ist denn so hier los? Kriegst du ein Kind? Sag ich kein dummes Zeug. Sag mir lieber, was wir heute Abend essen sollen. Falschen Hasen in Knoblauchsipp oder Windeln in Olivenöl? Mir doch egal. Von mir aus könnt ihr die ganze Verlobung sowieso vergessen. Sabbel kein dummes Zeug. Sei froh, dass wir so eine nette Dame für dich gefunden haben. Junge, die machen sich das ein bisschen einfach auf dem Balkan. Zack, hier von Hack auf den Tisch und dann hat sich der Fall. Was hast du denn da alles eingekauft? Aber Junge, die Türken haben die Tüten vertauscht. Die schlagen sich nur in Altona mit meinem Verlobungsmenü den Bauch voll. Erst nehmen sie einen Arbeitsplatz weg und dann noch mal einen Heringssalat. Du bist ja richtig ausländerfeindlich. Na ja, du, wenn es ums Essen geht, dann wäre ich Kiwi. Hast du wenigstens den richtigen Anzug mitgebracht, wie ich dir das gesagt habe? Gedecktes Blau, klassischer Schnitt? Blau hatten sie nicht mehr. Was heißt das, Blau hatten sie nicht mehr? Gib mal her, die Plünn. Der Verkäufer hat gesagt... Was, den hast du zu Wort kommen lassen? Ich hatte dir doch extra einen Zettel für den Verkäufer mitgegeben. Komm mal her, zieh die Plünn mal an. Mann, rein in die Klamotten, raus aus den Klamotten. Wo bist du hin? Ich denke, ich soll mich umziehen. Du genierst dich doch nicht vor deiner eigenen Mutter. Wo sind doch Leute. Und dein Training kannst du sowieso vergessen.
Womöglich sitzt du hier heute Abend noch mit dem Gipsfuß rum. Ja, ich komm ja schon. Ich hab dich zufällig von meinem Küchenfenster aus gesehen. Liebe Bertha, du, mir ist ja was Fürchterliches passiert. Martha, du hast doch nicht. Nein. Du bist in dem Alter. Denk an den Fall Strohmeier. Gustl war knapp in den Wechseljahren, hat sie geklaut wie ein Rabe. Kleptomanie. Warum bist du nicht Kaufhausdetektiv geworden? Du? Ich hinter anderen Leuten hier schnüffeln? Nee. Sag mal, Martha. Kann dein Alfred nicht mehr? Ich frage mich die ganze Zeit, was du mit dem ganzen Knoblauch willst. Ach Mensch, das ist doch die Katastrophe. Meistens ist das bei den Männern ja psychisch bedingt. Wenn. Guck, der Gwenzel, der Nette von Nummer 86, der war 37 und man hat es ihm gar nicht angemerkt. Bertha, komm zu dir. Und er war das auch bloß, weil seine Frau eine Halbkastelle angenommen hat. Also Schluss nun, Bertha. Du, hör zu. Im Supermarkt, da war das so voll an der Kasse, nicht? Und in diesem ganzen Aufstand, du, da muss irgend so ein Türken-Mafiose die Tüten vertauscht haben. Um Himmels Willen, Martha, dein schönes Verlobungsmenü. Ja, das ist doch der Jammer. Nacht für Nacht habe ich in den Rezepten gewühlt, du. Und so ein schönes Menü zusammengestellt. Und nun? Oh, Martha, mir wird ganz übel. Noch Frauenglück. Martha, ich habe eine Idee. Da soll noch einer sagen, das Zeug schläg ich nicht an. Wir drehen den Spieß einfach um. Verlobung orientalisch. Ja, wir bringen türkische Spezialitäten auf den Tisch. Knoblauch ist immer gut. Ich habe noch einen Becher Magerquark im Kühlschrank. Das gibt Zicki-Zacki oder wie das heißt. Und hier wird dekoriert. Bengalische Beleuchtung. Die WG von Nummer 17. Wohngemeinschaft. Die pumpt mir bestimmt ein paar Räucherstäbchen. Und als feierlicher Höhepunkt tanzt Martha Schlapphoff auf dem Tisch den berühmten Bauchtanz. Ne? Mann, Mann, Mann. Also, mit wem hast du denn deine Tüten getauscht? Der Verkäufer hat gesagt, das muss so. Ach, wunderbar. Das Sakko sitzt ja vorne und hinten nicht. Die Farbe steht dir nicht. Und das Ganze ist doch viel zu groß. Und du, ich könnte dir mal... Allein für das Sakko, 298 Mark. Hm. Halt du dich da raus. Und mir lieber mal meinen Nähkoffer verschlafst, du. Gern, liebste Martha. Hältst du schon meinen Knoblauch? Konntest du nicht so lange warten, bis diese Sappeltante aus dem Haus ist? Hast du was gesagt, Martha? Neben dem Kleiderschrank, hinterm Vorhang. Ja, ich weiß. Du weißt in der ganzen Lurup, was unsere Jacken kosten. Das trägt man nun. Der Verkäufer hat gesagt, junge Eleganz im Romantiklook. Ja, so siehst du auch aus. Du wolltest doch, dass ich mir so eine Zwangsjacke kaufe. Ich hab doch gleich gesagt, ich zieh meine Jeans an. Weißt du, Martha, man kann doch was retten. Los, rauf hier auf den Stuhl. Ach, du doch nicht! Martha hat ja Turnschuhe an. Ich dachte, so ein bisschen lässige Eleganz. Der Verkäufer hat auch du gesagt... Du ziehst die Schuhe von deinem Konfirmationsanzug an. Die sind doch viel zu klein. Der hat mir der große Zeh ein bisschen eingezogen. Warum kann ich denn nicht meine Jeans anziehen? Weil heute Abend deine Schwiegereltern kommen. Und warum soll ich mich denn verkleiden? Du musst dich nicht verkleiden. Du sollst einen guten Eindruck machen. Au, pass auf! Ach, hab dich nicht so, aber... Warum kann ich denn nicht so aussehen wie immer? Du kannst doch lange genug so aussehen wie immer. Aber heute ist dein Ehrentag. Also wirklich, Martha, wenn der Junge nun mal kein Anzugtyp ist, mein Dietmar ist ein Anzugtyp durch und durch. Du, noch ein Wort und ich scheuer dir ein paar. Du bist nun Mann, mein Junge. Du hast das selbst so gewollt. Du hast nun seriös auszusehen. Martha, wie willst du denn die ganzen Änderungen bis heute Abend schaffen? Aber ich denke, du hast eine Nähmaschine. Ich weiß gar nicht, ob die noch geht. Der Unterfaden macht immer Schlingen. Oh, komm, Möllersche, du, ich brauche heute mal deine Hilfe. Oh, Bertha, Nachbarschaftshilfe. Also gut. Jetzt, runter mit den Klamotten, Frau Möller, will sie ändern. Martha, was machst du denn mit dem Hack? Schieb ab, Shishi. Oh, erinnere mich da bloß nicht dran, du. Ich meine, wenn du das nicht mehr brauchen solltest, bloß für den Fall. Mein Dietmar kommt morgen zum Essen und ich wollte eigentlich falschen Rasen machen. Hm, aber trockene Rundstück hast du selber. Ja, ganzen Haufen. Hier sind die Sachen. Ach, Schande, wer nicht mal ein paar Klamotten kann er sich kaufen, ohne dass Mama mit ist. Der Verkäufer hat gesagt, hier steht das. Ach, allein für eine Hose, 138 Mark. Ach, Bertha, was mache ich bloß mit dem Menü zu heute Abend? Wir können ja mal in meinem Kühlschrank nachgucken. Ich habe da noch einen Löffel Gulaschsuppe, weil man die ein bisschen verlängert. Ach Mensch, Gulaschsuppe. Oh nee, meine Nerven. Oh, das Fräulein Braun. Hallo? Na, wolltest du mal nachgucken, ob dein Bräutigam schon ausgekniffen ist? Ist der Jens zu Hause? Kommst du, wie lange gibt's Schwiegermutter einen süßen Tag? Tag. Jens,
Besuch für dich. Los, wir haben das eigentlich. Gatter ab durch die Mitte. Was du willst? Wie geht's? Störe ich? Nö. Was gibt's? Es scheint, wir hätten einiges zu besprechen. Was denn? Na, Verlobung und so. Klar, totale Panne. Ja. Und was soll jetzt heute Abend laufen? Null Ahnung. Also irgendwie, ich raff das nicht echt. Also willst du dich jetzt verloben, oder was? Willst du? Also pass mal auf, Jens, ich finde dich ja ganz nett. Aber ich gehe seit einem halben Jahr mit einem festen Freund. Was? Ja. Ich glaube, ich spinne. Seit einem halben Jahr betrügst du mich mit irgendeinem Macker? Wir kennen uns doch erst eine Woche. Das muss man sich mal reintun. Die erste Tussi, die ich aufreiß, die ist schon. Kenn ich den Typ? Nee. Was ist denn das für einer? Kann mir schon denken, Student oder so. Nee. Also ein Porsche-Fahrer mit tierisch Asche. Nee, von meiner Schule. Gymnasiast. Der macht's dir wohl immer auf Lateinisch. Weißt du was, Jens? Ich habe überhaupt keinen Bock, mich mit dir zu streiten. Mischa und ich... Mischa! Mann! Wir hatten uns letzte Woche total verkracht und ich war irgendwie total schlecht drauf und so. Naja, und da wollte ich die Mischa immer so richtig eins reinwürgen. Und irgendwie brauchte ich so ein Erfolgserlebnis oder so. Und du warst ja auch total süß. Mann, hör bloß auf. So toll war es doch auch nicht für dich, oder? Nee, eigentlich nicht. Also wenn wir uns heute nicht verloben würden, ich hätte nicht nochmal angerufen. Ich wollte doch nur mal wissen, wie das so ist. Weil die Typen in der Berufsschule, die haben alle längst. Sogar der dicke Söldmann. Na klar, ich war deine Testschnecke. Außerdem bist du viel zu jung für mich. Ja. Dann ist ja alles klar. Genau. Tja dann. Ey Mann, schon so spät, ich muss zum Training. Was denn für ein Training? Fußball. Noch ein Grund. Wieso? Fußball finde ich total doof. Fußball ist total geil, ey. Stell dir vor, wir hätten uns heute verlobt. Totaler Wahnsinn. Finde ich gut, dass du vorbeigekommen bist. Und dass wir uns heute nicht verloben. So, nun mal los, sonst komme ich noch zu spät zum Training. Wieso? Natürlich verloben wir uns heute Abend. Was? Wir verloben uns heute. Also jetzt schnalle ich überhaupt nichts mehr. Pass mal auf, jetzt denk mir das so. Zum Beispiel die Hände gesprungen. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Martha, ich bin wieder da. Mama ist bei Frau Möller. Übertreibst du nicht ein bisschen? Ich wollte mit Steffi was besprechen. Und dazu ziehst du dir die Hose aus? Aber mach doch, was du willst. Mich fragt hier ja sowieso keiner. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wofür haben Sie denn so viel Wein gekauft? Wein trinken ist ein Zeichen von Niveau und Kultur. Hat Vater mal irgendwo gelesen. So, und jetzt machen wir beiden Hübschen erstmal eine Weinprobe. Vergessen Sie mal den Anfänger. Sie müssen sich mal mit dem richtigen Mann unterhalten. Korkenzieher haben Sie vergessen. Richtig, Korkenzieher. Acht Sorten habe ich probiert. Aber entweder wäre der Typ versöhnt oder Tosur. Oder Tür. Irgendwas war immer. Aber meinen Sie, die Polizei hat mir das abgenommen? Ich bin ein Opfer von Niveau und Kultur, habe ich Ihnen gesagt. Aber die wollten mir das einfach nicht glauben. Papa, du hast Trouble mit den Bullen? Stark, ey! Du hältst dich da raus, du Verlobter. Lässt sich mit seiner Freundin überraschen. Sagen Sie mal... Ihr Vater ist wirklich beim Arbeitsamt? Ja. So ein Großer, der immer sagt, das ist nun mal definitiv? Ja. Oha, oha, oha. Kennen Sie meinen Vater? Nee, wieso? Jens, ich denke, ihr habt noch was zu besprechen. Und jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Komm, ich erkläre unterwegs, wie das heute Abend laufen muss. Tschüss. Tschüss. Liebste Martha renkt sich alles wieder ein. Wie denn wohl? Du hast doch auch nichts im Kühlschrank. Ja, aber mit meinem Weinheber machst du ein bisschen ordentlich ein. Oh, tu mir den 21. Gefallen und geh wieder rüber an deine Nähmaschine. Bei deiner Sammelei, du, da kann man keinen klaren Gedanken fassen. Alfred ist ja auch schon da mit dem Wein. Oh, ich sag ab.
Ich sag einfach alles ab. Wo hat er denn sein Auto hingestellt? Euer Parkplatz war leer. Aber dann hat er den Wagen wohl um eine Ecke abgestellt. Das Reitkampf heute Abend vor der Tür parken können. Da stellt man zwei Stühle raus mit einem Kanten zwischen und einem Schild dran, wegen Verlobungsfeier gesperrt. Ja, wir stehen seit 15 Jahren auf dem Platz. Das ist nochmal einer Wagen, sich da hinzustellen. Richtig. Gleich, als ihr eingezogen seid, habe ich gedacht, guck, die neue von Nummer 28 hat aber einen guten Geschmack. Ehrlich, Martha, das ist mir gleich aufgefallen. Ja, nun sind die 15 Jahre rum und ihr sitzt immer noch in den alten Möbeln. Oh, du, was hab ich mich schon geärgert über dieses schäbberige Möbelmann. Ist doch ein einziger Schandfleck. Ja. Ach, Bertha, du, diese Verlobung kommt 4 Wochen zu früh. Wieso? Weil in 4 Wochen, hier raus, in 4 Wochen... wird erst geliefert. Was wird in 4 Wochen geliefert? Schlag auf, Seite 17. Also, hier kommt die Schrankwand hin. Katalog Nummer A1617. Ja. Modell Schloss Tirol. Eiche massiv. Die individuelle Wohnraumgestaltung in zeitloser und doch rustikaler Eleganz. 5.928 Mal. Ja, schreib auf. So, und dann weiter, Seite 21, Katalog Nummer E207. Moment. Polstergarnitur Stilfser Joch. Hatte doch mein Kurs keinen mit. Hier. Ja. Die repräsentative Sitzlandschaft. Mhm. Wieso denn Landschaft? Das hat man heute. Man sitzt in der Landschaft vom Stilfser Joch? Ist das nicht alles ein bisschen zu bayerisch? Ach was, lies weiter. Sitzlandschaft in erstklassiger Verarbeitung und Bezugsstoffen in 10 aktuellen Farben. Sag mal, Martha, ist das nicht ein bisschen bunt? 10 Farben auf einem Sofa. Bertha, zum Aussuchen. Ja, ich nehm Schlammgrün. Drei Sitze? Nee, 2 Sitze. 3.898. Nee, Schlammgrün. Entschuldigung. 2.998, ja, 100 Mark billiger. Wie viel Sessel? Wie viel Sessel? Bin ich vielleicht in der Hotelhalle? Ein! Aber liebste Martha, das sind ja bis nun schon 10.098 Mark. Ja, dazu noch Teppichboden, Savannah-Beige, Hochflor. Neue Gardinen, neue Übergardinen, eine neue Stehlampe, endlich eine Deckenlampe und all so ein Kleinkram. Ach, Bertha, du, das wird ein ganz neues Wohngefühl. Denn guck mal, das ist doch so. Die Wohnlandschaft verrät den Stil und die individuelle Persönlichkeit und so. Ja, das steht im Katalog ganz vorn. Wovon willst du das denn alles bezahlen? Ja... Hausfrauenkredit. Aber liebste Martha, du willst dich ja nicht so am Kreditkeimrache schmeißen. Das überlegt dir mal lieber nochmal. Nee, das ist schon passiert. Vor 14 Tagen habe ich bestellt. Was hast du vor 14 Tagen bestellt? Grüße, Angesine. Guck mal, was ich im Keller gefunden habe, Mama. Was bist du da denn mit? Das wird hier heute Abend irgendwo hingestellt. Oh, Alfred, tu das Ding weg. Der Herr Abteilungsleiter Heidkamp soll sehen, mit wem er es zu tun hat. Aber Alfred, das braucht doch keiner zu wissen, dass du vor 30 Jahren auf Fisch-Ewe angefangen hast. Du, wo du inzwischen so einen guten Posten bei Blom und Voss hast, ne? Du, also wenn Herr Heidkamp dich fragt, was du so machst, dann sagst du... Der fragt bestimmt nicht. Aber natürlich fragt er. Er weiß, was ich tue. Oh, sappel doch nicht so ein Abeltratschenkram. Woher denn? Weil, ja, darum stelle ich ja das Schiff auf. Der weiß es. Oh, wie soll er denn an dem Buddelschiff sehen, dass du Kabinenausstatter für Luxusliner bei Blom und Voss bist? Du, also, wenn Herr Heidkamp dich fragt, was du für eine Provision hast, ne, dann sagst du, dass du in einem führenden Unternehmen des Schiffsbaus tätig bist. In leitender Position. Wo ist eigentlich unser Auto? Stillgelegt. Alfred, du hast ja getrunken. Nee, nicht getrunken. Probiert habe ich. 8 Sorten. Was da mal rausgesauert ist, ist genau dasselbe, du. Ich brauche bloß was Anständiges zu essen, dann bin ich wieder topfit. Essen. Bertha, wir müssen uns nur endlich darüber klar werden, wie unser Menü aussehen soll. Was gibt's denn zum Mittag? Nur Schnittchen mit Schafskäse kann ich dir machen. Bertha,
Nun mach ich Nägel mit Köpfen. Gib mal das Telefonbuch her. Du willst halt, kannst doch wohl nicht absagen. Nee, das wüsste ich aber nicht. Von A bis K, oder L bis Z. Nee, das Dünne. So, und nun gehe ich aufs Ganze. Was soll das heißen? Du hältst dich da raus, Alfred. F, hier haben wir es ja schon. Feinkost, Kaka. Köhler, da haben wir ihn ja. 25, 22, 15. So weit kommt es noch. Du stellst dich gefälligst hin und zauberst irgendwas. Schnuckeliges, liebste Mathe, das wird aber teuer. 15, ja. Hallo, ist dort Feinkostköhler? Ja, hier spricht Martha Schlapphoff. Ich hätte gerne den Partyservice gesprochen. Ach, seltsam, aber rat. Wie nett. Martha, mach keinen Mist. Es handelt sich um Folgendes. Mein Sohn verlobt sich heute Abend. Martha. Und wir feiern ganz unter uns. Was ist nu? Entre nu? Ja, aber das sag ich doch unter uns. Ja, und da hätte ich gerne ein kaltes Buffet für 6 Personen. Ja, mit so diversen Schweinkram. Ja, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, genau so in der Art. Aber liebste Mathe, das kann doch kein Schwein bezahlen. Halt den Mund! Bist du denn total übergeschnappt? Hier wird dauernd dazwischen gesammelt. Hören Sie, und auf was beliefe sich das denn so in ungefähr? Oh. Ja, ich bin noch da. Ja, hören Sie. Und wenn wir nun, ist da dieser Froschschenkel in Silberrahmen, wenn wir da ein halbes von Schwarzsauer nehmen täten? Nicht. Oh, Bedienung in Livree. Ja, das wäre ja ganz reizend. Ich werde verrückt. Nee, Moment. Nein, das nimmt doch zu viel Platz weg. Ja, haben Sie was zum Schreiben? Schlapphoff, Franzosenkoppel 28 in Lurup. Nein, Lurup. Ja, ich verlasse mich ganz auf Sie. Haben Sie verbindlichsten Dank. Wiederhören. Aber Martha, das kostet doch ein Vermögen. Wovon soll ich das denn bezahlen? Du schmeißt das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus. Ja, also wirklich, Martha, erst die Möbel. Schön, das ist alles Novelle Cousine. Martha, du hör mir mal zu. Ja, ich will dir lieber, richtig, ne? Trommel, raus. Sie können vom Glück sagen, dass ich schweigen kann wie ein Grab. Ich könnte Ihnen Sachen erzählen, von wegen Stilz, der Joch und Schlamm. Bertha, bitte. Bitte, ich gehe ja schon. Aber wenn ich auspacken würde, dann wäre hier der Teufel. Aber Bertha, du... So, du hör mir mal genau zu. Wenn das Spektakel und die Verlobung vorbei ist, dann werden hier andere Seiten aufgezogen. Mir passt der ganze Laden hier schon lange nicht mehr. Das wird anders. Na ja, du schreist du mich auch noch an. Wer holt denn hier das Geld ran? Guck mal, das eine sag ich dir. In Zukunft kannst du zusehen, wo du das Geld für deine Extratouren herkriegst. Kaltes Buffet. Ja, man immer rauf auf meine Nerven, wo du ganz genau weißt, dass mein Frauenglück bald alle ist. Schrei doch, mach Theater. Ich tue und mach, dass unser Junge sich heute Abend mit seinen Eltern sehen lassen kann. Dass keiner sagt, wir wären der letzte Dreck. Und du lässt dich volllaufen. Und dass du es mal weißt, mein Führerschein bin ich auch los. So. Alfred. Das ist aber auch ein schwarzer Tag heute. Was schert dich das? Ich kann tun und lassen, was ich will. Neue Seiten werde ich aufziehen. Aber Alfred, wie kommst du denn nur immer zu deiner Arbeit ohne Auto? Mir putt egal. So, und jetzt gehe ich in den Keller und lass mich volllaufen. Was? Endgültig. Ja, mach doch. Alles kaputt ist ja bloß die Familie. 23 Jahre hat man sich für euch abgerackert. Da hab ich alles vorne und hinten reingesteckt und selber nichts gehabt vom Leben. Dann laufen einem die Kinder weg und der Mann, der lässt sich volllaufen. Ja, ich komm ja schon. Ja. Oh, Bettina, was bist du denn hier? Ist alles aus. Oh, was denn passiert? Oh, Mama, halt mich fest. Ja, mein Lütten, deine Mama ist schon hier, ne? Oh, komm, knüdel die Büchse nicht so, die wie ich gerade bügel, du. Lass mich scheiden. Oh, Himmelswillen, Bettina. Das ist aus und vorbei. Ich kann nicht mehr. Och was, man kann immer, wenn man muss. Aber ich will nicht mehr. Ja, das ist was anderes. Mama, bitte, du musst mir helfen. Ja, Mama muss. Vielleicht will Mama ja auch mal nicht mehr. Hol mir mal mein Bügeleisen. Ist doch
war. Heute Abend soll verloren sein und alles läuft schief. Mensch, reißt euch doch mal zusammen! Was ist das? Diese komische Verlobung soll also tatsächlich stattfinden? Und ob. Und wenn ihr euch alle auf den Kopf stellt, das eine kann ich euch sagen. Wir sind eine intakte Familie. Mann, musst du denn gerade jetzt plätten? Hier, mein Meister. Los, los, komm, komm, hier mit dem Böckchen. Hier mit. Also, weißt du, Hans-Jürgen, der ist vielleicht mal gleich krank. Ja, Hauptsache die Bügelfalte stimmt, alles andere ist dir egal. Also wirklich, du bist genau wie Hans-Jürgen. Na, das wüsste ich aber. Oh, der hat nur noch seinen Bau im Kopf. Der Bau, der Bau. Baufinanzierung, Kreditzinsen, Fälligkeiten. Was anderes kriege ich schon gar nicht mehr zu hören. Und ich zähle überhaupt nicht mehr. Richtig schlimm geworden ist das, als er mit seiner Eigenleistung angefangen hat. Jede freie Minute hängt er auf seiner Baustelle rum und macht und tut. Und wenn er abends von der Sparkasse kommt, dann wird schnell gegessen und dann zieht er wieder los zu seiner Baustelle. Wenn er nach Hause kommt, fällt er todmüde ins Bett. Ja, immer ist er nervös und gleich auf 180. Ach, Mama, er hat sich ganz schön geändert. Sei doch froh, dass du so einen tüchtigen Mann hast. Nachher habt ihr ein eigenes Haus. Und du als Frau, du hast die verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Und wenn der Bau irgendwann fertig ist, dann sitzen wir da vor unserem offenen Kamin und schweigen uns an, weil wir uns nichts mehr zu sagen haben. Weglaufen ist auch keine Lösung. Und du als Frau, du hast die verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Ach, wie soll ich das sagen? So durch dick und dünn. Die Frau gehört an die Seite von ihrem Mann. Und das ist nun mal Bestimmung. Ach, was? Das Leben mit Hans-Jürgen ist doch nur noch ein Kampf gegeneinander. Und wozu das alles? Dass dann nachher irgend so eine Bude in der Gegend rumsteht? Irgend so ein Haus? Nee, nee, nicht irgend so ein Haus. Euer Haus, euer eigenes. Ach du, sag mal, wo hast du eigentlich die Lütte gelassen? Hans-Jürgens Eltern. Oh, als wenn ich mir das nicht gedacht hätte. Das arme Kind. Wieso? Na, du weißt ganz genau, dass sie lieber bei Oma Hamburg ist. Oma Rheinweg lässt ja doch immer alles durchgehen. Und so ein Kind braucht eine feste Hand. Ich habe nur mal eine andere Vorstellung von Kindererziehung als du, Mama. Ja, lern du mal erstmal für deine eigene Familie zu sorgen. Ach, was? Meine Arbeit im Kindergarten ist mir wichtiger. Und Hans-Jürgen hatte da bisher auch nichts gegen. So, soll ich dir mal sagen, was meine Arbeit ist? Das hier. Ja, ja, guck du mal. Oder wenn ich Papa Kartoffelpuffer mache, wo hinterher die ganze Bude nach stinkt und ich das doch auf den Tod nicht riechen kann. Aber sehen, wenn der sich freut. Ach, du lieber Himmel, Bügelbrett und Kartoffelpuffer. Also, weißt du, das ist ja wie bei Kurz Mahler. Essen die auch so gern Kartoffelpuffer? Kitsch ist das, Mama, fürchterlicher Kitsch. Ach, was? Ist mir doch egal. Ich leb so. Nee, das kann ich nicht. Und das will ich auch nicht mehr. Nee, eben. Und dies Leben macht dich glücklich. Oh, was haben die Leute heutzutage bloß alle mit ihrem Glück? Zurechtkommen musst du. Zurechtkommen. Und kommst du zurecht? Na ja, zwischen Verlust ist immer. Das ist ja immer mal was, ne? Ärger und... Papa ist sein Führerschein los. Was? Ja. Seit wann? Seit heute. Hat er getrunken? Ja, am hellerlichten Tag. Du, ich kenne mich gar nicht mehr aus mit deinem Vater. Ganz verändert ist er. Ja, immer nervös und gleich auf 180. Und wo ist er nun? Keller. Lässt sich volllaufen. Ach, du liebe Zeit. Ja. Was ist denn nur mit ihm? Das weiß ich ja eben nicht. Du, Bettina. Bettina, sag mal, ist dein Hans-Jürgen schon mal fremdgegangen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat er doch gar keine Zeit zu. Mama, willst du damit sagen, Papa hat eine andere? Dein Vater ist in dem Alter. Vielleicht hat er ja eine Mitleidkrise. Oder so. Aber doch nicht. Und ich sagte, Bettina, da ist was im Busch. Als Frau hat man das im Gefühl. Tja, hast du denn schon mal mit ihm darüber gesprochen? Nee, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also das finde ich aber gar nicht gut. Jetzt gehst du in den Keller und diskutierst das mit ihm aus. Das ist doch kein Zustand. Wie lange geht das denn schon? Ja, seit ein paar Wochen. Und wie lange willst du noch warten? Nee, komm, nimm mal einen Nähkorb mit. Ich muss mein Kleid.
für heute Abend noch weitermachen. Sag mal, wie stellst du dir das eigentlich vor? Dass ich nur in den Keller gehe und sag, ach Alfred, was ich dich schon lange mal fragen wollte. Ja. Nee, heute Abend ist Verlobung und sonst nichts. Du sag mal, weiß dein Hans-Jürgen überhaupt, dass du hier bist? Natürlich nicht. Wenn der hier aufkreuzt, dann gibt es doch Mord und Totschlag. Ja, aber ich so runter in den Keller, ne? Hätte sie mal erleben sollen am letzten Tag. Ach, mein Käufer. Du, Mama, mit Hans-Jürgen... Martha, das hat pingelt. Tag, Alfred. Tag, mein Junge. Bist du allein? Ja. Hat Bettina dich zu Hause rausgeworfen? Was? Nee, das nicht, aber sie ist weg. Oh. Ich bin bloß mal eben zum Baumarkt in Bergedorf gefahren, ne, wegen der Styroporplatten für die Deckenverkleidung, weißt du. 98 fällig, das Stück. Ja, da muss man noch zugreifen. 98 fällig. Das heißt, wenn ich das Spritgeld für die Fahrt Rheinbeck, Bergedorf und zurück dazu rechne, dass du... 15 Kilometer, 5 Liter, 103, 205 und 200 Platten. Ja, da komme ich auf 1,01 Mark. Das war auch noch günstig. Was? Sie hatten aber keine mehr. Schon als ich nach Hause kam, ich meine, man macht sich ja Sorgen, ne? Da habe ich gedacht, dass Bettina vielleicht hier ist. Nee, bis jetzt ist sie hier noch nicht aufgetaucht. Habt ihr den Streit gehabt? Na ja, wir waren uns in der letzten Zeit nicht immer ganz einig. Was ist das denn? Du, ich habe kein gutes Gefühl. Hier, nimm erst mal eins zur Brust. Nee, im Augenblick lieber nicht, was Alfred. Auf was, mein Junge, die kommt schon. Bis jetzt ist sie immer zu ihrem Papa gekommen. Ich kenne auch meine Bettina. Ja, habe ich bis jetzt ja auch gedacht. Wir können nichts weiter tun als warten. Und wenn sie kommt, dann packst du sie dir unter den Arm und ab nach Haus. So. Prost hier. Und nun nimmst du erst mal einen auf den Schreck. Was? Na ja, gut, wenn du meinst. Was stimmt mit euch beiden denn nicht? Na ja. Ach so. Dies und das. Was? Du lass dir doch die Worte nicht einzeln aus der Nase ziehen. Ja, bei eurem letzten Besuch, da habt ihr das ja schon mitgekriegt. Du bist pleite. Ja, sozusagen. Und darum läuft dir meine Tochter weg? Naja, nicht direkt. Sie... Ich... Prost. Prost. Ach ja, wie soll ich das sagen? Bettina fühlt sich in der letzten Zeit ein bisschen schlecht behandelt. Eheliche Pflichten. Ja. Nee. Ja, das auch. Ich bin doch auch bloß ein Mensch. Und diese Eigenleistung, die kostet eben eine Menge Zeit. Da bleibt für Bettina eben nicht mehr so viel über. Und unser Kredit ist auch total erschöpft. Total erschöpft. Prost. Die Frauen gucken bloß aufs Geld. Und wenn das nicht mehr stimmt, ist aus. Kein Geld, kein Mann. Ja. Aber das ist doch ganz natürlich, dass der Mann was zustande bringen will, was aufbauen, dass die Leute auch sehen, er ist ein ganzer Kerl. Die paar hunderttausend Mark Schulden, da pfeife ich doch drauf. Aber das Gefühl, Hans-Jürgen, du schaffst das nicht. Das... Prost. Prost. Ja, da hat man nur sein ganzes Leben lang gearbeitet. Und dann sollst du eines Tages vor deine Frau hintreten und sagen, Martha, ab sofort bin ich nicht mehr dein Ernährer. Du kriegst dein Haushaltsgeld jetzt vom Vater Staat, weil dein Alfred, der gehört nur zum alten Eisen. Alfred, willst du damit sagen? Seit 2 Monaten. Und Martha? Weiß nix. Aber das geht doch nicht. Och, das geht wunderbar. Du musst doch was merken. Morgens aus dem Haus. Tschüss.
abends wieder zurück. Nachts. Und wo gehst du hin, wenn du nicht auf die Werft gehst? Ich kenne inzwischen jede Bank im Bornpark und jeden Sachbearbeiter vom Arbeitsamt. Wie soll das weitergehen? Kann mich doch nicht vor Martha hinstellen und sagen, Alfred Schlapphoff ist nicht mehr zu gebrauchen. Oh, Alfred, so hart musst du das nicht sehen. Schon mal was von Selbstachtung gehört, hä? Schon mal was von gehört? Alfred, ich habe auch Mist gebaut. Ich war mir so sicher, dass keiner was merkt. Die Rechnung von Strathammer und Sohn war fällig und mein Chef war in Urlaub. Und da habe ich gedacht... Unterschlagung. Wie du das sagst. Wie viel? 48.956. Was, mehr nicht? 74 Pfennig. Ist ja lachhaftig. 74 Pfennig. Wann fliegst du auf? Nächsten Ersten. Ich will in die Südsee. Australien. Ich will Tante P. in die Südsee. Australien. Ach was, mein Junge, mit Interpol kriegen sie dich überall. Hans-Jürgen. Ja? Bei Schlapphoffs gibt es kein Banken und Weichen. Heute Abend ist Verlobung. Schlapphoffs geben ihr Bestes. Wie sieht das hier überhaupt aus? Kein Zug in der Bude. Und dekoriert ist auch noch nicht. So. Alfred! Alfred! Lockere Sitzlandschaft. Los, mein Junge, gibt viel zu tun. Fass mal mit an. Ja. So, oder was? Alles abräumen. Abräumen, jawohl. Abräumen. Was hier? Rechts und rechts. Holz macht gemütlich. Ja. Da hast du recht. Das. Komm, rausziehen. So. Rum damit. Rum damit, jawohl. Schön. Sind wir von der Skalinie. Das fangen wir mal weg. Was hältst du davon? Also, fange ich mal hier hin. Abmessen. Da soll ich den Tisch mal ein bisschen hochdrehen. Führerschein. Papier. Junge, was hier alles gelesen wird. Du, das brauche ich sofort. Das muss ja ein bisschen höher alles. Sonst hat das überhaupt keinen Wert. Guck mal, so, du passt das, du. Stühle. Genau. Was? Oh ja, Stühle. Hab ich. So, stellen wir hier. So. Aua. Aua. Guck mal, das klappt noch was hier. Ja. So. Oh, die Flasche. Pass auf. Das gibt ein Unglück. Bertha Müller, nee. Nee. Weißt du was, Alfred? Weißt du, was noch fehlt? Festlicher Glanz für den schönsten Tag des Jahres. Hier wird gefeiert! Jawohl! Hier wird Weihnachten gefeiert. Pass mal auf. Alfred, pass mal auf hier. Hast recht, mein Jung. Hier wird viel zu wenig Weihnachten gefeiert. Na, guck mal hier. Kling, so, jetzt machen wir noch das ein bisschen hier. Ich weiß was. Alfred, ich weiß was. Girlanden. Halt fest. Halt fest. Vorsicht. Ganz vorsichtig. So, jetzt machen wir das mal gemütlich hier. Komm mal, das hat doch Gesicht. Komm mal her, zieh mal das Bett raus. Ja, das Bett raus. Was ist das halt, ne? Stopp! Stopp! Ich bin zu lütt. Du bist zu lütt, komm her. Pass mal auf, dass du doch nicht gegenläufst, Mensch, das reißt doch ab. Guck, so sieht das doch hübsch aus. Komm weg! Ja, egal. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Schlapphoff. Wir leben mit dir in Scheidung. Ist Bettina hier? Das geht dich gar nichts an. Alfred! Alfred! Was hast Bettina. Du hier gemacht? Bettina! Alfred! Bettina! Mensch, Bettina, du lass uns das doch mal alles in Ruhe beschnacken! Alfred. Aua! Mann, du Hauer! Bettina! Bettina, ich wollte. Bettina, bitte! Weg hier! Wahnsinn, ey! Totale Panne! Der leise Riese der Schnee. Ich verlange von dir, dass du mir das auseinanderklamüsterst! Ich klamüster gar nichts, ich geh zu Bett feiern! Bettina, du lass nur den Blödsinn, mach auf! Traumglück! Das hat geklingelt! Es hat geklingelt! Bettina, das hat geklingelt! Jens, das hat geklingelt! Das hat geklingelt! Wunderschönen guten Tag! Herr Kaka gibt sich die Ehre! Guten Appetit! Ich hoffe, Sie zahlen! Ah. Ich sagte, ich komme nicht mit nach Hause. Und du kommst doch mit. In den Ton schon gar nicht. Bettina, nun hör mir doch mal zu. Martha, nun langt es aber. Du bist jetzt schon eine Dreiviertelstunde da drin. Machst du eine Frischzellenkur oder was? Bettina, für wen mache ich das denn alles? Ich baue dir ein Heim. Mir? Ja, so gut uns. Da kann ich aber doch von dir verlangen, dass du mir zur Seite stehst. Und ich kann verlangen, dass ich für dich wichtiger bin als dieses Haus. Ja, das bist du doch auch. Ach, was? Uns beiden geht's doch schon lange nicht mehr. Der Bau, der steht groß und breit zwischen uns. Bettina, nun bleib doch bitte mal sachlich, ja? Denke ich ja gar nicht dran. Hier geht's nicht um Sachen, hier geht's um mein Gefühl. Ach nee, und ich? Hab ich vielleicht kein Gefühl, oder was? Weiß ich nicht. Brauchst du deine Zementmischmaschine? Mama, wie lange brauchst du denn noch? Mann, ich muss auf Klo. Immer noch das alte Drama mit dem Bad. Als ich hier noch gewohnt habe, haben wir zu dritt Schlange gestanden. Darum habe ich auch ein Gästeklo vorgesehen. Dass keiner mehr unnötig warten muss. Hier, rechts, also so rum, ne? Links von der Eingangstür. Das ist das Klo, das ist das Waschbecken. Wir kommen vom Thema ab. Richtig. Also du kommst nur mit. Gut, fangen wir wieder von vorne an. Ich habe Nein gesagt. Also wie kann ein Mensch bloß so stur sein? Ich bin nicht stur, ich bin eisern. Ach nee. Und was ist da der Unterschied? Stur ist man nur so. Eisern ist man, wenn man einen Grund hat. So, gibt das vielleicht einen Grund, deinen Mann ins Licht zu lassen? Oh, hast du da denn schon mal nach gefragt? Ach, du liebe Zeit. Also gut, bitte, bitte, ich höre, ich höre. Du solltest dich mal hören, du. Ständig dieser knallerige Ton. Ist auch das erste Mal, dass meine Frau sich von mir scheiden lässt. Dieses Haus. Dieses Haus, das werden vier Wände mit nichts dahinter. Auch wenn wir da irgendwann einziehen, Leben kommt nicht in die Bude. Dieses Haus, das hat uns auch nun schon unter der Fuchtel. Wir können gar nicht mehr tun und lassen, was wir wollen. Doch, red doch kein dummes Zeug. Merkst du denn gar nicht, was mit uns passiert? Wie wir uns allmählich immer weiter voneinander entfernen? Du bist das doch, die mich nicht verstehen. Du bist das doch, die... Oh, ist doch gut. Ha, ich vielleicht nicht jedes Wochenende mit bei den Fundamenten geholfen? Bin ich vielleicht nicht mit auf dem Gerüst rumgeklettert und alles? Das ist doch wohl das Mindeste, was man verlangen kann. Drängel nicht so. Mann, ey, ich war zuerst hier. Du hörst den Mund, ja? Martha, unser Besuch kann jeden Augenblick kommen. Ich bin noch nicht gewaschen und rasiert und gar nichts. Und ich muss mich auch noch rasieren. Auf die paar Flusen hole ich dir mit Zahnpapier von der Backe. Hahaha, sehr komisch. Pass auf, du. Na, endlich. Mann, ey, ich muss auf Klo. Du kannst warten. Mann, ey, scheiße. Wie findest du das, Mama? Er hat gesagt, ich verstehe ihn nicht. Deine Mutter spricht nicht mehr mit uns. Auf jeden Fall nimmst du das wieder zurück, dass ich dich nicht verstehe. Also gut, aber dann kommst du jetzt mit. Hör doch noch mal nein. Also doch, ist doch wohl nicht hier, bitte. Deine Tochter. Stuart, wie so ein... Ist doch kein Wunder bei der Mutter. Lass gefälligst meine Mutter aus dem Spiel. Hast du das gehört, Mama?
So geht das schon die ganze Zeit. Ja, die steckt doch dahinter. Was hat sie denn für Flausen in den Kopf gesetzt? Gar keine. Ich kann zufällig doch selbst denken. Ach, deine Mutter, die konnte mich doch noch nie ausdehnen. Bei der Hochzeit hat sie mir mit Absicht hat sie mir Soße aus der Kette gekleckert. Ja. Doch mit meiner Mutter hat sie die ganze Zeit kein Wort geredet. Also ich sag, guck dir die Schwiegermutter an, dann weißt du, wie deine Frau mal wird. Und du kommst reichlich nach deiner Mutter. Immer noch besser als nach deiner Mutter. Sei bloß froh, Mama, dass du mit der nichts zu tun hast. Die ist vielleicht falsch, du. Behaupte doch glatt hinter meinem Rücken, ich könnte nicht kochen. Auf jeden Fall nicht so gut wie meine Mutter. Dann geh doch zurück zu deiner Mutter. Kannst ja mit ihr in dein Haus ziehen. Ach nee, aber zum Kinder aufpassen, das ist gut genug. Nee, du bist mir vielleicht eine. Schickst deine eigene Tochter zur Oma, dass du im Kindergarten auf andere Leute Dünner aufpassen kannst. Sei doch froh, dass ich ein paar Mark dazu verdiene. Die kannst behalten. Das tue ich in Zukunft auch. Das hat geklingelt! Hab ich gehört. Das hat geklingelt! Oh, liebste Mutter, ich bin das! Oh. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Hier ist das Sakko für Jens. Hat ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung. Oh, das kalte Buffet ist ja auch schon fertig. Sieht lecker aus. Was ist frei? Tag, Herr Schlapphoff. Ist hier noch niemand fertig angezogen? Die Leute müssen doch gleich hier sein. Na, endlich. Hier. Das wurde aber auch Zeit. Hier ist dein Sakko, Jens. Mann, ich muss auf Klo. Na, danke, hättest du ja zumindest sagen können. Der Junge tut ja gerade so, als ob er stundenlang nicht aufs Klo konnte. Tag. Ist was? Ihr seid ja alle so komisch. Nee, wie sieht das Buffet lecker aus? Bist du sicher, Martha, dass das auch langt? Wie viele Personen sind wir denn nun bei Tisch, nachdem die Rheinbäcker auch noch gekommen sind? Bettina Ankunft mit Taxi, 15.24 Uhr. Hans-Jürgen Ankunft mit eigenem Wagen, 15.49 Uhr. Ihr wisst ja, mein Küchenfenster. Dann lass uns mal nachrechnen. 3 Schlapphoffs, 3 Heiterheitkamps macht 6. 2 Rheinbäcker, 8. 9 Personen. Martha, wo sind meine Manschettenknöpfe? In der Nachttischschublade, wo denn sonst? Sag mal, Martha, willst du dich nicht anziehen? Die Gäste müssen doch gleich hier sein. Also von mir aus kann's losgehen. Ich bin fertig. So, Frau Möller, für Sie wird es jetzt wohl so langsam Zeit, nicht? Wieso? Wir feiern bloß unter uns im engsten Familienkreise. War nicht eng. Martha, könntest du mir mal eben den Schlips? Na, wunderbar. Bettina, hilfst du mir doch mal bitte? Nee. Wenn ich gehe, dann gehe ich freiwillig. Von den paar Happen wird ja doch keiner sein. Und wenn man dennoch bedenkt, wie unverschämt teuer das alles wäre, mir würde jeder Happen im Hals stecken bleiben. Frohes Fest. Bevor Sie gehen, Frau Möller, können Sie mir mal eben den Schlips? Cheat! Kennst du dich mit dem Schiedings hier aus? Ich? Nee, du. Ich trag bloß Fertigbinder. Hier. Und das aus gutem Grund. Wenn dir die Frau mal wegläuft, dann hast du wenigstens ein paar fertig gebundene Krawatten im Schrank. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie am Kanthaken kriegen, wenn sie hier aufkreuzt und ab nach Haus. Aber sie will ja nicht. Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass sie freiwillig mitgeht. Du musst ein Machtwort sprechen. Och, der Chickens wuckt mich noch ganz randösig. So, alles Paletti. Von mir aus kann die Fede steigen. Heiko ist noch nicht da. Mann, hab ich einen Hunger. Finger weg. Ehe das kalte Buffet angeschnitten wird, will ich erst noch ein paar Bilder machen. Wenn man schon mal so teure Fressalien im Haus hat, will bloß hoffen, dass sie nicht alles mit Mayonnaise zusammengekleistert haben. Hoffentlich langt das. Hör mal, mein Junge, kommst du mit dem Ding hier klar? Klar. Nee. Wozu hat man dich bloß in die Tanzschule geschickt? Genau. Kann man wenigstens schon mal was zu trinken kriegen? Hans-Jürgen, hol uns mal ein Bier aus dem Kühlschrank. Ja. So, mein Junge, setz dich. Ich hab mit dir zu sprechen. Also. Habt ihr hier irgendwo einen Öffner? Da liegt doch sicher einer rum. Also, mein Junge,
Du stehst heute vor einem wichtigen Abschnitt in deinem Leben. Und da habe ich als dein Vater die Pflicht, dir ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Die Blumen und die Bienen. Ich brauche doch die Blumen. Komm, ja. Also über das, was so biologisch vor sich geht, weißt du ja wohl Bescheid. Oder hast du noch Fragen? Lass mal überlegen. Nee, eigentlich ist alles klar. Ich hab ihn. Wen? Den Öffner. Na wunderbar, vielleicht kommst du denn bald mal rüber mit dem Bier. Mach zu, Schwager, Papa muss sich Mut antrinken. Also, mein Junge, du stehst heute vor einem wichtigen Abschnitt in deinem Leben und da wirst du bald merken... Dass die Mark bloß noch 50 Pfennig wird. Nee, ja, das auch. Schwager, gib mir mal den Öffner. Kann mich noch mal tot, ich will nun nicht mehr gestört werden. Ist das klar? Klar. Ja, klar. Also. Das sind sie. Du machst schon auf. Na, da seid ihr ja. Hallo. Immer rein in die gute Stube, auf dass das Haus voll werde. Ach, Herr Schlapphoff, nehme ich an. Der bin ich. Von Herzen willkommen. Ja, ich habe mir erlaubt, ein paar Blümchen mitzubringen. Aber Henning, die sind doch für die Dame des Hauses. Ja, ja, gewiss, für die Dame, das ist nun mal definitiv. Ach, darf ich gar nicht. Meine Gattin. Angenehme Schlapphoff. Sehr erfreut. Ja, und hier, Herr Schlapphoff? Ja, das Fräulein Topf, der kenne ich ja schon. Hallo. Darf ich meine Leute weiter vorstellen? Mein Sohn Jens. Aha, der kleine Herzensdieb. Naja. Guten Abend. Mein Schwiegersohn, Herr Brinkmann. Brinkmann. Guten Tag. Tag. Brinkmann. Heidkamp. Danke, Heidkamp. Brinkmann. Hallo. Hallo. Tja. Ja. Tja, da wären wir also. Ach, da ist ja auch die Dame des Hauses. Gnädige Frau, ich habe mir erlaubt, ein paar Blümchen mitzunehmen. Nee, das ist meine Tochter. Oh, gewiss, sehr verzeihen Sie mir. Meine Tochter Bettina, Frau Heidkamp. Mein Mann hat es nicht so gemeint. Ach, mach doch nichts. Können Sie mir noch mal verzeihen? Halb so schlimm. Und du willst dich mit meinem kleinen Bruder unglücklich machen? Oh, wenn er unbedingt will. Ich kann dich nur warnen. Wenn er unbedingt will, Steffilein. Wo bleibt Mama denn? Meine Frau lässt sich entschuldigen, sie muss noch... Ja, wenn Sie schon mal ablegen möchten. Ja, wenn Sie schon mal ablegen möchten. Ach so, da kann ich mit dem... Oh, das ist nicht... Oh, soll ich Ihnen die mal abnehmen? Nein, die sind für Ihre Frau Mutter. Aber sie will ihr doch helfen. Danke, das geht schon. Also, so viele Kavaliere. Das muss ja schief gehen. Genau. Oh. Warum sagt mir denn keiner was? Also, ich muss die Klingel überhört haben. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich bitte Sie, das macht doch nichts. Als würdest du mich nicht vorstellen? Meine Herrschaften, Sie werden es nicht für möglich halten. Meine Frau. Spät kommt sie, doch sie kommt. Ja, von Herzen willkommen in meinem Haus, Frau Heidkamp. Ich freue mich ja sehr, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, meine liebe Frau Schlapphoff. Steffilein, du gehörst ja schon bald mit zu der Familie, ne? Oh, wie proper sie aussieht. Ganz entzückend. Alfred! Herr Heidkamp, meine Frau. Gnädige Frau. Ja, was ist denn, Liebes? Ach so, also, nee, Frau, ich habe mir erlaubt, ein paar Blümchen mitzubringen. Oh, das ist aber ein hübscher Strauß. Aber das hätte ja nicht nötig getan, ne? Tintje, mein Engel, sorgst du mal für eine Vase? Ja. Und gib auch gleich ein bisschen Blumendunk ins Wasser. Vielleicht erholen sie sich denn ein bisschen. Ja.
ist das Papier, ne? Jensilein, schmeiß das mal weg. Ja. Hübsch haben Sie es hier, meine liebe Frau Schlapphorn. Wirklich ganz, ganz reizend. Och, ich bitte Sie. Wirklich, meine liebe Frau Schlapphoff, sehr gemütlich. Ja. Und alles so praktisch. Guck doch mal, Henning. Oh, ja, ist sehr hübsch. Ja, wenn es Sie interessiert, zeige ich Ihnen gerne mal alles. Wahnsinnig gern. Komm, Henning. Ja, liebes. Ja, ihr Männer könnt euch inzwischen schon mal um den Wein kümmern, nicht? Der Weinheber steht in der Küche. Machen wir. Ja. Alle Mann unter Deck, wir plündern den Weinkeller. Ja, aber bitte keine Umstände, nicht? Henning! Na, was ist denn, Liebes? Du nicht. So, hier ist Jens Zimmer. Ja, ausnahmsweise mal aufgeräumt. Sehr nett. Guck doch mal, Henning, das Kinderzimmer. Ja. Sehr nett, ja. Hier ist unser Badezimmer. Auch ganz entzückend. Guck doch mal, Henning. Henning! Ja, was ist denn, Liebes? Das Badezimmer. Ach, also das wäre dann das Badezimmer. Ja, und hier ist unsere Schlafstube. Hier. Ja, können Sie gerne mal reingehen. Auch ganz reizend. Guck doch mal, Henning. Henning! Ja, Liebes? Das Schlafzimmer. Ja, ja. Ja, du kennst es ja schon, Steffilein, ne? Ja, sie kennt es schon. Also, Frau Schlapphoff, Sie sind wirklich goldig. Ja. Ja, und dieses hier so, das ist denn unsere Wohnstube sozusagen, ne? Ja, also wirklich, meine liebe Frau Schlapphoff, mein Kompliment. Sie wohnen wirklich ganz... Ja. Also doch. Vielleicht ein bisschen beengt, aber wenn man sich zu behelfen weiß. Erinnerst du dich noch, Henning? Henning! Ja, Liebes? Ganz zu Anfang unserer Ehe, die kleine Mansarde in der Kaiserstraße. Also das erinnert mich hier irgendwie... Ja. Aber wirklich putzig und alles so sauber. Ja. Und drinnen wartet die züchtige Hausfrau. Henning. Ja, was ist denn, Liebes? So, Herrschaften, für Promille ist erstmal gesorgt. Wir bloß hoffen, hab mich heute Morgen eigenhändig durch alle Weinsorten durchgesoffen. Durchgekostet. Ich kann euch sagen... Ja, Sie hätten sich doch nicht solche Umstände machen sollen. Mein Mann und ich, wir sind passionierte Weintrinker, nicht wahr, Henning? Es gibt auch nichts Schöneres, als abends bei einem guten Tröpfchen zu sitzen. Henning über seine Münzsammlung, ich mit einem guten Buch. Sie sammeln Münzen, Herr Heidkamp? Nun ja, gelegentlich, am Rande. Ich sammle auch. Ja? 5 Markstücke. Können aber auch gern Scheine sein. Ja. Die Numismatik darf mit Fug und Recht als ein höchst anschaulicher Bestandteil der Geschichtsbetrachtung im weitesten Sinne... Ja, das ist nun mal definitiv, Liebes. Ja, Liebe. Also in Geldsachen müssen Sie sicher meinen Schwiegersohn halten. Der ist bei der Sparkasse in Rheinbeck. Ja, in leitender Position? Ja. Stellvertretend. Immerhin, nicht wahr? Ja, so, Herrschaft, nur aber ran ans Beck. Wir verdursten ja sonst noch. Langt man zu. Ja, Tienchen, mein Engel, du sorgst mal dafür, dass jeder was hat, nicht? Ja. Herr Heidkamp? Ja. Mhm. Vielen Dank. Herr Heidkamp? Ja, danke. So, hat er nun jeder? Oh, Herr Heidkamp, bitte. Ja, so, hat er nun jeder? Genieren Sie sich nicht, ist genug da. Ja, danke. Also, Sie verwöhnen uns, ja. Das scheint ja wirklich ein gutes Tröpfchen zu sein. Die Farbe allein und das Bouquet, nicht wahr, Henning? Mhm. Vielversprechend. Was ist es denn? Da muss ich auch aufs Etikett gucken, das weiß ich auch nicht so. Das ist. Ah ja! Ah ja. Ja, hat denn nur jeder? Also, deren Herrschaften. Worauf trinken wir? Wer bringt einen Toast aus? Toast?
Auf die Kinder, würde ich sagen. Ja, genau, die Hauptperson. Ja, ihr habt ja noch gar nichts gesagt. Das kommt schon noch. Auf die Kinder. Ja. Prost. Prost. Die unsere Familien so nett zusammengeführt haben. Ja, ja, man, sehr zum Wohl. Prost. Prost. Ja, aber dann wollen wir uns doch hinsetzen, ne? Man steht sich ja die Beine im Bauch. Knehm es, schnell die Stühle reinholen. Oh. Herr Heidkamp, bitte setzen Sie sich mal hier hin. Vielen Dank. Herr Heidkamp, da, bitte schön. So, Mama, das kannst du mal wegnehmen. Ja, das Cheatingsgefähr. Ja. So. Ja, ja, danke. Danke, Alfred, das ist sehr schön, ja. So. Stopp, wer muss hier auf den Weg? Was? Ach so, der muss hier rüber. Der muss hier bleiben, ne? So. Schön. Platz ist in der kleinsten Hütte. Ja. So, und Sie sammeln Münzen, Herr Heidkamp? Ja, gnädige Frau. Ja. Die Numismatik darf mit Fug und Recht. Also oh ja, bitte. Das Münzthema, das wird endlos. Also Steffi Lein. Können wir nicht bald essen? Ich hab tierisch Kohldampf. Aber Jens, wir sind doch gerade erst beim Aperitif. Einen Augenblick wirst du wohl noch warten können, ne? Ach, wie wollen wir das überhaupt halten? Ich meine, erst verloben und dann essen oder erst essen und dann verloben? Erst essen! Sei still! Was meinen Sie? Ich weiß nicht recht. Gut, warten wir noch ein bisschen. Setz dich wieder hin. Mann, ey! Henning, ja, ja, also ich muss überhaupt sagen, dass das alles ein bisschen schnell gegangen ist. Ja, wissen Sie, unsere Stefanie hat ja bisher noch nie... Ja. Ja. Sie interessiert sich ja ganz für die Schule. So, tut sie das? Allerdings. Muss eben erst der Richtige kommen. Mancho. Der kleine Herzensdieb. Für den sind Sie doch viel zu schade. Finden Sie? Allerdings. Also nochmal, Schwager. Das muss ich aber auch sagen. Was soll das denn? Ja, ja, sehr gut. Du hast das gerade nötig. Also ich finde, wenn unsere beiden Hübschen sich gefunden haben, dann sollen wir ihnen nicht ins Milch sehen. So ein Schritt will doch reiflich überlegt sein. Jo, was gibt es da denn noch groß zu überlegen? Also nee, so geht das schon nicht. Erst unseren Jungen verführen und dann anfangen zu überlegen. Wie soll ich das denn verstehen, meine Liebe? Ja, wir haben ganz klare Vorstellungen von Anstand und Moral. Henning, nun sag du doch auch mal was. Also es ist nun mal definitiv das... Nein, 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 ich will ja doch bloß, dass alles seine Ordnung hat. Aber mehr will ich ja gar nicht. Na, dann sind wir uns ja alle einig. Prost. Ja, und Prost. Darf ich Ihnen vielleicht noch ein bisschen nachschenken? Gern. Voilà. Sehr zum Wohle. Man kann ja richtig eifersüchtig werden. Sollte das ein Kompliment sein? Na, haben Sie das nicht gemerkt? Doch. Ist was? Also, du. Ich weiß gar nicht, was du hast. Geil, meine Schwester ist eifersüchtig. Halt du dich doch da aus. Hat denn doch jeder was im Glas? Prost. Prost. Sagen Sie, Herr Schlapphoff, was ich schon die ganze Zeit überlege, kann es nicht sein, dass wir uns irgendwoher kennen? Was? Naja, dauernd bin ich am Überlegen. Helfen Sie mir doch mal. Vielleicht aus dem Amt, mein Lieber. Nee. Oh, was soll mein Mann denn auf dem Arbeitsamt? Eben. Naja, vielleicht ehre ich mich ja bei den vielen Menschen. Was machen Sie denn beruflich? Mein Mann ist bei Blom und Voss in leitender Position. Blom und Voss? Ja, ja. Aha. Sind Sie denn auch berufstätig? Ja, war ich mal. Halbtags im Salon Meier. Also das könnte ich nicht. Anderen Leuten auf dem Kopf rumfummeln. Aber in den letzten Jahren, da habe ich mich ja nur noch um die Familie gekümmert. Denn Sie wissen ja, der Haushalt und die Kinder, da hat man ja genug mit zu tun. Also ich nicht. Da würde ich wahnsinnig den ganzen Tag zu Hause. Was arbeiten Sie denn? Ich unterrichte. Ach ja? Was denn? Musik. Wissen Sie, mit Kindern zu arbeiten ist ja so, wie soll ich mich ausdrücken? Ja, das ist... So bereichernd, ja. Ja, Kinder sind ja noch so direkt. Tja, ich arbeite im Kindergarten. Ach ja, dann wissen Sie ja, was ich meine. Sie mir geben Kinder wahnsinnig viel. Mir haben sie immer sehr viel genommen.
Als Frau muss man darauf achten, dass man nicht verkümmert. Darum haben wir es uns auch zur Regel gemacht, mein Mann und ich, möglichst viel ins Theater zu gehen. Gehen Sie auch? Wir haben hier Theater genug. Haben Sie denn gar keine weiterführenden Interessen? Wo wollen Sie eigentlich drauf raus? Mann, ich hab Hunger. Ja, vielleicht sollten wir uns allmählich wirklich übers Buffet her machen. Mir knurrt der Magen. Alfred, sei doch mal Vorbild. Ja, Natter. Also, meine Herrschaften, wenn ich denn zu Tisch bitten darf, ja. Am besten nimmt sich jeder selbst, nicht? Nee, du nimmst das Besteck, verteilst das. Komm, gib mir mal drei Teller. Drei Teller. Ja, danke schön. So, bitte schön. Und dann langen Sie mal tüchtig zu. Ja, danke. Danke, gnädige Frau. Oh, das sieht ja rasend lecker aus. Dankeschön. Guck doch mal, Henning, diese Kanapés. Ja. Und die Gänseleberpastete. Du, das darfst du doch nicht. Und mit der Mayonnaise musst du auch vorsichtig sein, hörst du? Ja, Liebes, Sie hätten sich doch nicht solche Umstände machen sollen. Oh, die paar Kleinigkeiten. Für eine gute Hausfrau ist sowas doch ein Klacks. Warte, es hat geklingelt. Was ist das denn? Na, wer wohl? Die wird es doch wohl nicht wagen. Wir sind einfach nicht zu Hause. Erwarten Sie noch Besuch? Nee, im Gegenteil. Oh, die kann ja was erleben. Was bist du hier? Na, die Herrschaften. Ach, Sie sind schon beim Essen. Ja. Lassen sich nicht stören. Sieht das nicht lecker aus? Kostentaler schmeckt danach. Ja, auf Feinkostköhler ist Verlass. Und wenn es besonderen Grund zum Feiern gibt, darf's ruhig mal was kosten. Du gibst den Teller her und stiefelst wieder rüber. Ist das Krabbensalat? Ja, vermutlich. Die muss ich probieren. Finger weg von meinem Krabbensalat. Du hast 4 Pfund Gehacktes im Kühlschrank. Du kannst zu Hause essen. Aber liebste Martha, so viel Kredit werde ich doch bei dir haben. Was? Ich sag bloß Kredit. Oder willst du, dass ich noch deutlicher werde? Ja, also meine lieben Herrschaften, wenn ich dir bekannt machen darf, das ist Bertha Möller, meine liebe Nachbarin. Und Freundin. Den Krabbensalat müssen Sie probieren. Warten Sie, ich fülle Ihnen was auf. Oh ja, sehr lieb, sehr lieb. Danke. Jetzt geht das rund. So, jetzt geht das rund. Das bin ich auch mal. Ich habe auch Hunger. Das nicht. Wir sprechen uns noch, du Arsch. Schlammgrün. So, hat denn nur jeder einen Teller? Hast du das gehört, Henning? Feinkostköhler. Das haben wir uns nicht mal zu deiner letzten Beförderungsfeier geleistet. Ja, Liebes. Darf ich Ihnen ein bisschen was auftun? Aber gern. Sie kümmern sich ja ganz rührend um mich. Na, das ist mir doch ein Vergnügen. Wirklich? Ja, aber natürlich. Ist er noch frei, dann setze ich mich da doch erstmal hin. Willst du gar nichts essen? Mir ist der Appetit vergangen. Wieso? Sieht doch alles lecker aus. Du solltest dich auch mir um deine Verlobte kümmern. Weißt du, ich glaube, wir werden eine ganz moderne Ehe führen. Tolerant und so. Ach was. Sagen Sie mal, Herr Schlapphoff, in Ihrem Betrieb wurden in letzter Zeit umfängliche Freistellung vorgenommen. Sie meinen Entlassung? Freistellung, ja. Kann angehen, ja. Also es ist nun mal definitiv, Herr Schlapphoff, irgendwoher kenne ich Sie. Helfen Sie mir doch mal auf die Sprünge. Also denn, meine Frau darf nichts zu wissen kriegen. Na, ihr beiden unterhaltet ihr euch ein bisschen. Ich sagte gerade zu Ihren Gatten und ich bin mir inzwischen fast hundertprozentig sicher, irgendwoher kenne ich ihn. Ja? Sag mal, was hat Bertha da vorhin gesappelt von wegen Kredit und so? Ach, du kennst doch Bertha, die schnackt doch viel, wenn der Tag lang ist, nicht? Na, Bertha, schmeckt dir das denn? Du lang mal tüchtig zu, da ist ja genug da, nicht? In den Krabbensalat könnte ich mich richtig reinsetzen. Ganz wunderbar. Ja, ich will bloß hoffen, dass du das nachher nicht mit deiner Galle kriegst. Wirklich eine schöne Feier, Martha. Und so nette Leute, diese Heidkamps, an denen wir dir noch viel Freude haben. Wirklich, du benimmst dich absolut unmöglich. Wieso das denn? Wenn du dich an die Lütheran machst, das darf doch nicht wahr sein. Verstehe, was du hast. Komm, 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 ich hab doch Augen im Kopf. Ich denk, du lässt dich scheiden. Hast wenigstens einen Grund. Du kannst dann fast schon wieder Leute. Hat denn noch jeder was auf dem Teller? Sag mal, was ist eigentlich in dich gefahren? Was ist denn jetzt schon wieder? Erst schleppst du uns hier zu diesen wildfremden Leuten und nun machst du dich auch noch an den Schwiegersohn ran. Der ist doch total süß, findest du nicht? Ich bin fassungslos und enttäuscht. Arme Mami, du hast es wirklich schwer. Ganze Zeit so gekümmert um deine Tochter
so rasend viel Zeit investiert. Stefanie, wie redest du mit deiner Mutter? Weil wir doch immer die besten Freundinnen waren, uns alles erzählt haben und so. Henning, bitte nun hör dir das an. Nur leider ist dir dabei so manches entgangen. Zum Beispiel, wann es mir gut geht oder wann es mir schlecht geht. Zum Beispiel, wann ich verliebt bin und wann nicht. Jens? Jetzt? Ja, Mann, los! Meine lieben Herrschaften, meine Freundin Stefanie und ich geben bekannt, dass wir uns heute nicht verloben. Weil meine Freundin Stefanie bereits mit ihrem Freund Mischa verlobt ist. Was? Mischa, der Lateinische. Meine Herrschaften, Sie sind alle ganz herzlich zur nächsten Verlobungsfeier eingeladen, im Hause meiner Eltern. Wäre nächsten Samstag recht? Henning, nun sag doch mal was. Ich weiß es jetzt, woher ich Sie kenne. Das Flittchen geht fremd, bevor sie überhaupt verlobt ist. Das nehmen Sie zurück. Wieso denn? Wir wollen uns doch nicht streiten, wo wir noch nicht mal richtig verwandt sind. Was? Wir wären auch nie verwandt geworden. Lächerlich. Allein diese billige Pansche, die Sie uns hier angedreht haben. Was? Erst schlagen Sie sich mit meinem teuren Köhlerbuffet den Bauch voll. Und dann haben Sie noch die Frechheit, von billiger Pansche zu reden? Och, Sie können sich sowas doch überhaupt nicht leisten. Und so einen Kredit, wie ich einlaufen hab, schon gar nicht. Ja, 50.000 und das sollen wir erstmal einer nachmachen. Henning, nun solltest du dir aber nichts mehr gefallen lassen. Alfred Schlachhoff, Franzosenkoppel 28, Gabin aus Dada, seit 2 Monaten arbeitslos gemeldet. Stimmt das? Mein Gedächtnis lässt mich nicht ins Licht. Ich schlage noch jeden Computer. Sie waren mir gleich sympathisch. Ja. Liebste Schwiegermutter, du bist meine Rettung. Sei still. Alfred, was hat dieser Mensch da eben über dich gesagt? Martha, du musst mir helfen. Alfred, das ist der Ausweg. Martha, ich brauche deine 50.000. Das heißt, eigentlich sind das bloß 48.956 und 74 Pfennig. Das merkt kein Schwein. Was merkt kein Schwein? Du sei still und lass dich scheiden, du. Ich hab dich was gefragt. Eine kleine Unterschlagung. Alfred, nur wenn das alles... Was? Das ist doch ganz anders. In der Sparkasse? Bist du verrückt? Sag mal, Bettina! Martha, du musst mir helfen. Martha kann nicht. Das Geld ist schon weg. Aber liebste Martha, noch bloß 10.098 Mark. Ja, und was ist mit den Gardinen, Lampen und all diesen ganzen Kleinkram? Martha, was ist das? Schlammgrün, Herr Schlapper. Totschick. Oh, du Sabbeltante. Leute sind arbeitslos und verschuldet und überbaut. Ja, in der Tat, recht merkwürdige Verhältnisse. Das ist nun mal definitiv. Mann, ey, die absolute Härte. Komm, stell dir auch den Sack. Stefanie, du kommst mit nach Hause. Du, ich bin mit Mischa verabredet. Wusste, den wollte ich schon immer mal kennenlernen. Na, lass uns. Anja! Ciao, Leute. Willst du mich noch dieser unmöglichen Situation aussetzen? Nun komm endlich! Ja, Lisbeth! Stell dir vor, Stefanie hätte auf dieser Liaison bestanden! Hier, vergessen Sie die Blumen nicht für die nächste Verlobungsfeier! Was? Ja, ist noch was? Koppelmutter! Oh, Sie sind mich auf viel zu minder, über Kantine de Pasteur, sei! Schlupf, Raumglück auf dem Weg, das beruhigt! Unglaublich! Komm raus! Ja, Lisbeth! Sind mir vielleicht auf die Nerven gegangen. Und ihr beiden, ihr seht auch zu, dass ihr einen Dreh kriegt. Bitte, Mama, du musst uns helfen. Da ist das sicher noch was über vom Kredit. Ach, das lass uns mal ein andermal bereden, wenn wir unter uns sind. Oh. Die Leute wollen nicht so viel Probleme im Theater. Martha. Bitte, Mama. Also gut. Dann wird die Couchgarnitur eben wieder abbestellt. Ich hatte mir das so schön gedacht. Schlammgrün. So, wer hat hier gesessen? Natürlich die Heidkampsche. Da vorne mit Puttfagen. Alles vollgeklebt. Oh nee, das geht doch nie wieder raus. So, Mara, ich hol mir eben den Koffer und dann machen wir uns auf die Socken, ne? Ja. Schande wert. Nicht reiben, Martha, nicht reiben. Du bist ja auch noch da. Ich habe aber nichts gesagt. Mich trifft keine Schuld. Aber bloß, weil du von nichts eine Ahnung hattest.
Komm, Bettina, mein lieber Nick. So, Mara, wir wollen nur los, aber vorher muss ich mich nun mal ganz herzlich bei dir bedanken. Ach, Schnack. Das nächste Mal machst du vorher den Mund auf, wenn du die Sparkasse überfällst. Er wusste sich nicht anders zu helfen. Du musst ihm auch noch beistehen, ne? Typisch. Ach, drück uns lieber die Daumen. Nee, Kinder, ich bin fertig mit Jack und Büchs. Tschüss. Tschüss, Mara. Hau ab, du Gangster. Tschüss, Mara. Ja, ja, nun raus mit euch. Und fahrt vorsichtig. Oh. Ja, tschüss. Oh. Wo ist Alfred denn? Ich glaube, der ist in der Schlafstube. Feigling. Du musst nur ganz lieb zu ihm sein, Martha. Bertha, tu mir den 21. Gefallen und lass mich in Ruhe, ja? Du hast es gut. Was? Na, bei dir ist doch wenigstens was los. Ich sitze an meinem Küchenfenster und gucke auf die Straße. Und was sehe ich? Nix. Tja. Da will ich mal wieder. Ja, mach's gut, Bertha. Ich guck mal wieder rein. Alfred, du kannst rauskommen. Sie sind alle weg. Bertha, mach bitte kein Theater. Warum hast du denn auch keinen Ton gesagt? Da ist der Mann 2 Monate arbeitslos und sagt nichts. Wo warst du denn die ganze Zeit? Rumgelaufen. Och, Alfred, das ist ganz schön traurig. Was? Dass du kein Vertrauen zu mir hast. Na, und du mit deinem Kredit? So hat eben jeder was und sagt nichts. Irgendwas läuft da verquer. Wir treiben immer weiter voneinander weg. Meinst du nicht auch? Was? Dass wir immer weiter voneinander abtreiben. Ist doch dummes Zeug. Na ja, eigentlich ist man doch vogelig. Du? Na, du aber auch. Sonst würden wir auch auffallen. Was? Wenn wir als Einzige nicht vogelig wären. Meinst du wirklich? Mhm. Alle? Mhm. Aber warum hast du denn auch keinen Ton gesagt? Vielleicht habe ich mich geschämt. Und nun schäme ich mich. Dann sind wir ja quitt. Und ich habe schon gedacht, du hättest eine andere. Eine? Du, hör mal. Wo du nun so viel Freizeit hast, da könntest du eigentlich mal den Keller aufräumen.